Es gibt Orte, die sind etwas ganz Besonderes. Besondere Erlebnisse, besondere Geschichten, eine besondere Bedeutung. Dieses Stadion ist so ein Ort für Laura Dahlmeier. Ihr Aufstieg für immer verbunden mit Nowe Mjesto. Landschaftlich mag ich es jetzt eigentlich nicht so gern, aber irgendwie taugt mir trotzdem die Atmosphäre im Stadion. Und ja, ich habe da sehr positive Erinnerungen. Nowe Mjesto 2013. Dahlmeiers erstes Rennen bei den Erwachsenen. Einsatz in einer WM-Staffel. Sie ist das größte Talent im deutschen Biathlon. An diesem Tag schon die Beste im Team. Eine 19-jährige Hoffnungsträgerin. Ich denke ja hier an die Staffel gerade noch im Juniorenalter, direkt von der JWM hier zum Einsatz gekommen bei der WM und dann so eine tolle Staffel gemacht. Das ist eher das, was man nicht als normalen Verlauf betrachten kann. Aber es wird immer wieder diese Ausnahmeathleten geben und zu denen gehört die Laura sicherlich. Kontinuierlich bergauf, Schritt für Schritt, aber mit Tempo. Der erste Weltcupsieg nur eine Frage der Zeit. Im vergangenen Jahr ist es soweit. Wieder Nowe Mjesto. Die Beste zum ersten Mal. 6 Weltcupsiege folgen, aber es geht noch höher. Jetzt ist sie dominant. Der Start in diesem Winter beeindruckend. Sieg, 2. und 4. in Östersund. Die erste Deutsche nach Magdalena Neuner in Gelb. Pockeljuker vergangenes Wochenende. Erste im Sprint, erste in der Verfolgung, erste als Schlussläuferin der Staffel. Zurück in Nowe Mjesto. Eine atemberaubende Entwicklung. Es ist rasant, ist auf alle Fälle, aber trotzdem taugt es mir. Es ist super schön, es macht unheimlich viel Spaß und ja, ich nehme das gerne so mit, wie es aktuell läuft. Im Feld der Besten plötzlich die Nummer 1. Gesamtweltcup-Führende, der Maßstab für alle anderen. Dahlmeier nimmt die Rolle an. Vor 2 Jahren war es ganz was Besonderes, überhaupt um ein Rennen zu gewinnen. Jetzt habe ich schon gezeigt, dass ich es auch wirklich 2-3 Mal hintereinander kann, dass das möglich ist. Gesamtweltcup ist in meinem Kopf noch nicht so das ganz große Thema. Klar, ich bin gerade die Führende, ich bin vorne mit dabei, aber ich möchte trotzdem erst einmal gesund bleiben, konstant gute Rennen laufen. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was da rauskommt. Laura Dahlmeier. Ciao. Wieder bereit für etwas Besonderes in Nowe Mjesto. Ja, Gerald Hönig, der Bundestrainer der Frauen, ist zu uns gekommen. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben Laura gerade gehört, die in einer überragenden Form ist. Hand aufs Herz, für Sie als Trainer fast schon beängstigend gut? Na, beängstigend nicht. Wir wissen schon, dass die Laura sehr gut trainieren konnte übers Jahr. Es gab kaum Ausfälle und das gibt schon immer ein gutes Gefühl, so kurz vor der Saison, wenn man weiß, die Grundlagen stimmen. Dazu kommt bei der Laura momentan so eine Selbstverständlichkeit im Sein und im Tun. Und diese Erfolge basieren natürlich auf einem Komplex von verschiedenen Voraussetzungen. Sie ist sicherlich konditionell in einer sehr, sehr guten Form zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt schon. Ist mental stark genug, um im richtigen Moment am Schießstand immer das Richtige zu tun. Und das im Gesamten macht es momentan aus. Aber ich glaube, wir sollten die Füße stillhalten, sollten kontinuierlich weiterarbeiten. Wir sind auch froh, dass wir auch bei der Laura noch Stellschrauben sehen. Welche sind das zum Beispiel? Ja, es waren jetzt ein paar Schießeinlagen in Pockeljuka dabei, wo sie mit einer Tieflage am Liegenschießen weggegangen ist, wo wir uns selber nicht erklären konnten. Jetzt ist es unsere Aufgabe, das zu analysieren, warum das so ist. War es jetzt eine Spezifik in Pockeljuka auf dem Schießstand oder setzt sich das sofort? Dann müssen wir vielleicht mit dem Anschießen reagieren, um dann wieder mehr Sicherheit reinzubringen. Es sind halt Kleinigkeiten und ich glaube, die sind gut, denn die schärfen ganz einfach die Sinne wieder und lassen uns nicht irgendwo in Selbstzufriedenheit schwelgen. Nun ist das hier kein irgendein Ort für Laura, das hat sie eben auch gesagt. Ganz spezielle Verbindung und wir hören die Atmosphäre. Kokalova wird hier heute nach vorne getragen geradezu. Wie glauben Sie, wird Laura damit umgehen? Ich glaube, Laura kann damit gut umgehen. Laura ist jetzt, obwohl sie noch jung an Jahren ist, kein heuriger Hase mehr. Sie ist durch wirklich wichtige Situationen als Sportler schon gegangen, Bewährungssituationen, und hat sie auch meistens mit Bravour bestanden. Und ich glaube, sie kommt auch heute damit gut zurecht. Und diese Atmosphäre insgesamt, ich glaube, wir wollen froh sein, dass Biathlon so angenommen wird, dass Biathlon diese Atmosphäre genießen kann. Und jeder Sportler sollte sich freuen, unter solchen Bedingungen laufen zu können.
Absolut. Wenn Sie die Bedingungen allgemein schauen, ist es ein bisschen windiger als gestern. Gibt es Probleme? Ich glaube nicht. Also das sind Windverhältnisse, die ein Athlet auf dem Level, wer im Weltcup läuft, beherrschen sollte. Man muss sehr konzentriert, sehr aufmerksam sein. Man muss vergleichen können, wie war mein letztes Schussbild, bei was für Bedingungen beim Anschießen. Und wer dann im Liegendanschlag richtig reagiert und auch konsequent reagiert und überzeugt ist, das Richtige zu tun, der wird auch hier bei den Bedingungen erfolgreich sein.